komme ich nicht hoch. Ich kann das lebhafte Echo der Erinnerung eines Geistes spüren. Ah, das ist der Eimer, ne? Der Teufel atmet weiter durch ihren Mund. Wir sind verflucht und ihr schindet bloß Zeit. Clemency, Antipas, bitte. Die Frau sitzt im Gefängnis. Sie wird vor Gericht kommen und der Gerechtigkeit wird Genüge getan, so wie es das Gesetz will. Und das aus dem Mund von jemandem, der selbst Magie benutzt, können wir dem Urteil von euch oder eurem Dämonologenfreund denn wirklich trauen? Wie könnt ihr es wagen, solch blasphemische Unterstellungen zu äußern? Ich bin ein Mann Gottes. Jetzt haben wir Yin und Yang, ne? Dann tut, was Gott euch befiehlt. Wir bitten euch doch nur um Sicherheit, Gouverneur. Wenn ihr sie uns nicht geben könnt, wird das Konsequenzen haben. Der Gouverneur hat Urim und Thummim benutzt. Dadurch hat seine Herde Verdacht geschöpft. Orakelsteine. Er muss sie in den Brunnen geworfen haben, bevor er ihn versiegeln ließ. Aber wieso jetzt? Jetzt kann man auch hier hoch. Vielleicht, weil er seine Rolle beim Hexenprozess vertuschen wollte. Die Steine sind eine Verbindung zu der Magie, mit der er seine Autorität untermauert hat. Das Echo beweist, dass die Dinge aus dem Ruder liefen. Haskell fürchtete um seine Sicherheit und die seines Sohnes. Er muss furchtbare Angst vor der misstrauischen Meute gehabt haben. Man, haben wir keine Dinger mehr? Ey, wenn das jetzt... Na komm. Das wird sowas von Bossfight. Feder? Was? Das ist eine Feder. Das kann nichts Gutes bedeuten. Jo. Bossfight incoming. Das Zeug greift jetzt an. Junge, warum sehen die aus wie Leute, die wir kennen? Bringt die Angeklagte herein. Hesse 2. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Halt! Gestellt! Bringt sie zum Reden! Wenn wir reden, werdet ihr uns hören? Unverschämtheit! Provokation! Verlegt die Anschuldigungen! Hey. An euren Händen klebt Blut. In eurem Herzen hat sich Schwäche breit gemacht. Schuldig! Erst schwertet ihr, das Böse zu vernichten. Und dann macht ihr gemeinsame Sache mit Hexen. Ihr habt geschworen, alle Geister zu verbannen. Und doch steckt ihr mit einem unter einer Decke. Anschuldigungen lauten. Feigheit. Einheit. Täuschung. Das Urteil lautet schuldig. Die Strafe lautet ewige Pein im Jenseits. Oh mein. Ich bin kein Hexenjäger. Und ich war auch nie einer. Was für Schleimdinger. Soll ich das sein? So ein billiger Trick. Was zum Teufel ist da gerade aus dem Schatten gesprungen? Es funktioniert. Mach weiter. Willst du mich endlich verschwinden? Nice.
ich damit machen? Verbannen, also. Antea Duarte, Betrügerin, kaltherzige Täuscherin, erhebe dich zur Urteilsverkündung. Im Leben hast du parasitäre Geister verbannt, doch im Tod weigerst du dich, diese Welt zu verlassen. Schämst du dich nicht? Du gibst dich deinem Verlangen hin. Ich verurteile dich zu hassen, ah, jetzt müssen wir sie spielen. Und dann in der Vergessenheit zu verschwinden. Warum leuchten wir so? Ich wollte das alles nie. Ich hasse, was aus mir geworden ist. Verbannen. Bam! Und jetzt? Ihr Verbanner seid schuld an der Vergiftung. Man zeigt nicht mit nackten Fingern am andere, ja? Stellt euch als Retter dar, die uns erlösen wollen. Aber durch eure dunklen Künste wird das Böse nur noch stärker. Ihr seid Hexen und Hexen müssen sterben. Wer starb um. Antea starb, um Druiden zu retten. Und wir kämpfen noch immer da gegen diesen Fluch. Was willst du denn noch von uns? Worum geht's hier, Kreatur? Verflucht! Verbannen! Wir haben ihn. Das war easy eigentlich. Wir haben unser Urteil gefällt. Die Schuldigen wurden benannt. Die Gerechtigkeit ist auf unserer Seite. Untere Seite? Was heißt das? Wenn seid ihr auf unserer Seite, weil das Zeug geschrieben. Ich kann nicht mehr. Oh, was haben wir denn bekommen? Bitte gehen? Ah, du Scheiße. Zeig mal. Oh, Stärke 42. Das sieht echt krass aus. Ausdauer ist auch krass gestiegen. Ja. Und Geist. Ich lass die mal. Die kann man ja immer noch erweitern. Dann haben wir ja Sud, was Neues. Heilkrautmixtur. Drittes Auge, Wiederherstellung. Das haben wir da aktiviert, ne? Ja. Schade, dass nicht alles
also dass es hier nichts gibt, was krass am krassen ist. Hm. 34. Es hat irgendwie alles immer so, ja, wie soll ich sagen? Unterschiede. Die sehen aber auch echt edel aus mit der Ausrüstung. Aber ich weiß nicht, so weiß ist nicht so geil. Wäre geiler, wenn es so schwarz wäre oder grau. Müssen wir hier lang? Aber wahrscheinlich kann man von da hinten, ne? Das war hier. Nix, alles klar. Ich dachte, es geht da jeweils gleich lang. Dann sah ich die Sackgasse. Das war furchtbar. Dieser Prozess. Als ob Deborah uns vor Augen halten wollte, was sie durchmachen musste. Aber ich fühle nur Niedergeschlagenheit. Ich fühle mich gerichtet. Ich fühle mich so machtlos, als ob wir immer einen Schritt hinterherhinken würden. Justitia hat hier gewaltig versagt. Natürlich. Das ist es. Ich weiß, was das war. So ein Schemen der Ungerechtigkeit hat einen bestimmten Namen. Die mythischen Infamen. Die kenne ich bisher nur aus Büchern. Sie sind so rar, dass die meisten sie für Legenden halten. Eskels Feigheit ist dafür verantwortlich. Um seinen eigenen Arsch zu retten, hat er wissentlich eine unschuldige Frau zum Tode verurteilt. Und so wurde ein furchtbarer Geist geboren. Und einer Krankheit folgte die nächste. Haskell muss für vieles gerade stehen. So. Das sind die drei Stege hier. Das, die nennt man so. Keine Ahnung. Ich weiß das selber nicht. Ja, wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Ich will gerne bitte hier raus. Kampf. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Wo denn? Da hinten, oder was? Das ist zu. Warte mal, da ist auch was. War wir ja schon? War wir schon mal? Oh. Kraut. Das können wir auf jeden Fall machen. War ich das nicht schon immer? Was ist denn hier? Hier kann man auch nichts zerstören. So. Looky looky in die Truhe. Okay. Die Menge Silber. Ich weiß gar nicht, geht es da jetzt rechts weiter oder geht es dann auf? Nee, den Aufzug, der fehlt bestimmt nur bis hier oben, oder? Aber wofür? Nee, der geht bis ganz oben, okay. Aber was ist das hier? Nicht zerstört. Ist ja nicht gelb, ne? Aber dieses gelb markierte da, wo wir hin müssen. Aus dem Totenreich. Hier ist auch noch was. Ja. Ich glaube hier, nee. Wo denn? Da.
Da haben wir's doch. So, noch mehr. Wir müssen doch echt viel haben, ne? So viel wie looten. Ja, und da ist auch noch was. Die mit ihren Leinen, Alter. Na komm. Gehen wir mal hoch. Das da unten, das war... Ich war angespannt. Ich war ungeduldig. Ich auch. Der Infame hat uns wirklich kalt erwischt. Jahre der Wut sind durch mich geflossen. Aber jetzt erinnere ich mich nicht einmal mehr an den Grund. Ich auch nicht. So geht ein Infamer vor. Aber jetzt ist es vorbei. Wir sind hier. Ich hab dich mit meinen Worten verletzt. Es tut mir leid. Ah, jetzt vergeben sind wir hier und wieder. Vergessen. Und hoffentlich vergibst du mir auch. Ja, komm, ja, lass uns das nur abschließen. Wir sind jetzt ja in der Stadt. Absolute Wahrheit. Frevler sind sich selbst der größte Feind. Kommst du dazu? Oh, gut. Seine neueste Predigt. Wir haben sie nicht verpasst. Warum ist jetzt dazu? Komm. Guten Tag, ich hab was zu verkünden. Das Versprechen des Herrn, sie von der Hölle zu erlösen, lässt sie jubeln. Die Erlösung von Leid und Sünden durch den Herrn hier auf Erden nicht. Das sieht für mich nicht wie die Erlösung von Leid und Sünden aus. Die Frevler flehen Gott an, sie von den Flammen der Hölle zu erlösen, während sie selbst das Feuer schüren. Sie bekunden ihre Liebe zu Gott. Doch sie tragen seinen Namen nur zum eigenen Vorteil auf ihrer Zunge. Ihre Selbstverliebtheit bröckelt im Lichte ihrer Missetaten. Viva, viva. Mr. McGrath, mein Freund, ich bin ja so erfreut, dass ihr mir zustimmt. Nun, der Übeltäter zweifelt nie. Ich habe eure Antworten. Was? Nun... Gut. Lasst uns das doch unter vier Augen besprechen. Gebt mir nur einen Moment. Es handelt sich um eine interessante Geschichte. Ihr wollt sie womöglich nicht hören. Ebenso wenig wie die braven Bürger hier. Bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir möchten die Geschichte hören. Lasst den Verbanner sprechen. Da hat wohl jemand ein Geheimnis. Erzähl es Ihnen, Red. Jedes Detail. Ja, diese Geschichte beginnt mit einer Frage. Einer Frage an euch, Gouverneur. Und vielleicht an all die guten Seelen in New Eden. Wenn ich euch eine Hexe liefere, tut ihr mit ihr das gleiche wie mit Deborah Comenius? Comenius, sagt ihr. Die Lehrerin ging Hand in Hand mit dem Teufel und hat den angemessenen Preis dafür bezahlt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nein? Ich konnte viel über Deborah Comenius und ihren Fall in Erfahrung bringen und komme zu einem gänzlich anderen Schluss. Und zu welchem Schluss, bitteschön, seid ihr gekommen? Geschichte eines Mannes, Geschichte einer Frau. Ich muss mal gucken. Ist ein Mann von Würde und von... Dass sein Nachschmiedung des Verlebnisses wieder gegen sein Familie aufbringen würde. Er sollte Gouverneur Haskell eine Hexe verwischen und verurteilt ist, um ihn zu beschützen. Also welche Frau nehmen? Warte mal, der Infamer. Ja, die Frau. Machen wir mal die Frau. Die Geschichte beginnt mit einer Frau, einer Lehrerin, die friedvoll lebte.
bis eine Seuche kam. In ihrer Angst blickten die Bürger zum Gouverneur. Der Teufel wandert unter uns, sagten sie. Ihr müsst uns retten oder wir suchen uns jemanden, der es kann. Der Gouverneur wusste, dass er machtlos war. Aber er konnte ihnen eine Hexe geben. Sie würde gestehen oder verurteilt. Deborah Comenius war eine Hexe, Mr. McGrath. Sie war das Werkzeug des Teufels und noch Schlimmeres, viel Schlimmeres. War alles andere als gerecht. Der Prozess war alles andere als gerecht. Ihr hattet keinerlei Beweise und das war euch bewusst. Glaubwürdige Zeugen machten belastbare Aussagen, mein Herr. Zeugen wie Gibbs, die euch quasi zu einem Schuldspruch gezwungen haben, da sie euch sonst selbst der Hexerei bezichtigen würden? Ja, ein gewisser Druck wurde auf mich ausgeübt. Aber was ich getan habe, geschah zum Wohle der Kolonie. Es waren schwierige Zeiten. Ihr haltet euch selbst für einen bedeutenden Okkultisten. Dieses Bild von euch habt ihr in eurem Kopf gemalt. Um den Teufel abzuwehren, muss der weise und furchtlose Mann Gottes Beelzebubs Masche verstehen. Betrachtet ihr euch dann selbst als wahren Dämonologen? Für einen gerechten Krieg müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, er muss von einem legitimen Herrscher befohlen werden. Zweitens, es muss um eine gerechte Sache gehen. Drittens, er muss mit der rechten Absicht geführt werden. Ja, die Summa Theologiae von Thomas von Aquin, oft zitiert. Aber eine wichtige Sache habt ihr zweckdienlich ausgelassen, und zwar, es muss um eine gerechte Sache gehen, dass nämlich der Gegner den Krieg verdient, weil er Übeltaten begangen hat. Habt ihr euch je gefragt, was jenseits des Schleiers liegt, jenseits des Saums, jenseits des Totenreichs? Habt ihr je vom Aralu gehört? Das ist doch Mumpitz. Nein? Euer guter Freund Etienne Roulet hielt euch anscheinend nicht für würdig, seine Geheimnisse mit euch zu teilen. Na, vergesst die Sache einfach. Nochmal, bitte. Zurück. Ihr seid ein aufgeblasener Feigling. Ihr fürchtet jeden, der anders ist. Auch wenn das nur menschlich ist. Es muss einen Richter geben, damit Ordnung herrscht. Ein Mann muss ein Urteil fällen, einer muss es vollstrecken. Gerade ihr solltet das wissen. Leben und leben lassen. Ich kümmere mich ausschließlich um die Toten. Und ich mich um die Lebenden. Diese Leute waren Sünder, mein Herr. Und sie müssen zum Licht zurückgeführt werden. Das ist mein Auftrag, meine Pflicht. Was wollt ihr wirklich? Was wollt ihr wirklich, Gouverneur? Ich will doch nur dienen. Ich bin der getreue Diener der guten Menschen von New Eden. Ohne mich wären sie verloren. Ohne sie wärt ihr verloren. Ja, vielleicht brauche ich sie. Wie ungemein menschlich von mir. Aber diese Menschen brauchen mich zweifellos auch, Mr. McGrath. Es gibt sonst niemanden. Gebt es zu. Ihr spielt mit Magie, die ihr nicht versteht. Herr, ihr seid ein Neider. Ich, mein Herr, bin müde. Ich habe meine Arbeit getan, meinen Vertrag erfüllt. Ich habe die Quelle des Fluchs gefunden. Das Gift unter dem Brunnen ist weg. Euch ist in keiner Weise dafür zu danken. Aha, es war also Gift. Die Waffe der Frevler, um den Willen der Leute zu schwächen. Was war's? Tollkirsche? Schierling? Fingerhut? Verrat, verheimlichte Wahrheit, Geheimnisse und Lügen. Im Grunde also Schandtaten, eure Schandtaten. Die Schandtaten, die Deborah Comenius zum Verhängnis wurden. Die Schandtaten, die zu ihrem Tod geführt haben. Sie starb durch das Gemeinwesen. Sie starb durch uns alle. Und vor allem starb sie durch ihre eigene Schuld. Sie starb, weil sie nicht gestehen wollte, was sie nicht getan hat. Ich wollte sie nicht töten. Dummes, starkköpfiges Weib. Warum wollte sie nicht gestehen? Ich hätte Milde walten lassen können. Ich hätte ihr Gnade erwiesen. Aufopfern oder verschonen? Das habe ich hier in die Wahl. Oh nein. Ich dachte, du wirst sie verschonen und dir Verantwortung überlassen. Du
ist die aktuelle Säule der Gemeinschaft mit dem Inventar der Schuld opfern. Was dazu weiteren Kostentäre? Aufopfern vor den Lanzenleuten. Ja, komm. Es ist jetzt Zeit. Ihr hattet die Macht, diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Aber stattdessen blieb ihr tatenlos und habt das barbarische Ende abgewartet. Ihr habt den Fluch über New Eden gebracht. Dann habt ihr euch an uns Verbanner gewandt, damit wir eure Fehler für euch beheben würden. Ihr prahlt mit eurem Wissen über Dämonen und Geister, doch in Wahrheit wisst ihr nichts. Ihr stolziert herum wie ein eitler Gockel ohne Schneid. Ich bin nicht hier, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber euer Gouverneur hat den Tod mitgebracht. Die Lache. Trägt die Schuld. Und ich werde sie benennen. Verflucht! Mein Eid! Meine Freunde, habe ich nicht stets die Interessen der Gemeinde über meine eigenen gestellt? Habe ich euch nicht beschützt? Euch nicht. Das hast du noch nicht gesagt. So. Ist das Böse für immer fort? Ganz im Gegenteil. Wer wird uns dann beschützen? Ich kann das. Solange Mr. McGrath sich gegen den Fluch von New Eden stellt, werde ich die Menschen in den Harrows beschützen. Oder es zumindest versuchen. Es ist dein Vater, das er gerade geschoben ist. Wir sollten jetzt alle nach Hause gehen und um Vergebung bitten. Und um die Stärke, die Folgen unserer Taten auszustehen. Wie locker die sind. Och, der ist tot. Eure Bezahlung. Der wollte das, ne? Nur eine Schuld unter vielen, die mir mein Vater hinterlassen hat. Haben wir es richtig getan, sozusagen. Oha. Ihr solltet euch zuerst um eure eigenen Schulden kümmern, junger Haskell. Wie recht ihr doch habt. Wann ist die eigentlich komplett sichtbar oder muss man ewig sammeln? Aber ja, ein paar ausgelassen. Aber jetzt ist sie wieder ein Geist. Ich hasse diesen Ort. Boah, 1000. Ruh dich kurz aus, aber dann lass uns bitte von hier verschwinden. Oh, endlich sind wir hier durch. Endlich. Die Dinger kann man immer nicht kaputt machen. Schade. War hier nicht irgendwas, was man
Warte mal, hier kommt man ja. Gab's da irgendwo? Achso, das ist unser Haus. Warte, dann müssen wir gerade kurz.